Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir mal einen Themenweg, und zwar den Johannes-Kühn-Weg. Er ist etwa 14 Kilometer lang, und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran! Momentan gibt es noch nicht viel zu berichten. Wir sind knapp über einen Kilometer durch die Ortschaft Hasborn gelaufen und nun sind wir auf einem Feldweg angekommen. Mal gespannt, wie es weitergeht. Röd. Heilsame Luft von überall, welch herrliches Fließen, wie freundlichsten Gras und Strauch. Vom süßen Sonnenschein, der schenkt dir auch ein Festkleid, Ruhe und genieße als Gast. Dies ist ein Gedicht von Johannes Kühn. Johannes Kühn ist einer der bedeutendsten deutschen Dichter der Gegenwart. Der Johannes-Kühn-Weg verläuft ein kleines Stück parallel mit der Traumschleife Primstaler Panoramapfad. Johannes Kühn stammt aus dieser Gegend, und zwar aus Tholey. Langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Tour für Anfänger definitiv geeignet ist. Der Weg verspricht nicht viele Highlights, aber wer gerne in der Natur draußen sein will, ist genau richtig. Ab und zu gibt es ein Gedicht von Johannes Kühn und ja, das war's eigentlich schon. Ich bedanke mich wieder, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und falls ihr noch kein kostenloses Abo dagelassen habt, einfach eins dalassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Der Johannes-Köhn-Weg läuft auch ein kleines Stück parallel mit der Traumschleife Panoramapfad. So hat Scheiße angehört. Der Johannes-Köhn-Weg verläuft ein. Es sind jetzt noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir wieder am Auto angekommen. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour, was wir über diese sagen können, ist, dass diese auf jeden Fall für Anfänger geeignet ist. Was wir über diese Tour sagen können, und dann schwätschte. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Was wir über diese sagen können, ist, dass sie diese